bist. Ich freue mich. Und lass uns heute gemeinsam in den Garten schauen, denn Weihnachten ist einfach vorbei und es geht langsam das Jahr zu Ende. Und wir wollen auch schauen, welche Aussichten das neue Jahr für uns bereithält. Und das auch natürlich für die Zwillingsflammen, für die Liebe. Und da lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Schließe deine Augen und schwinge dich in der Energie der Jupiterschale hinein. Wunderbar. So, schließe deine Augen und sende mir ja deine Gedanken zu. Und wir schauen jetzt auch, was erwartet die Zwillingsflammen im Jahr 2022. Ich habe euch auch die Jupiterschale angeschlagen, denn das ist also auch jetzt der Planet, der uns 2022 begleitet. Und Jupiter steht für Kronenchakra und natürlich ist die Glückseligkeit. Also Jupiter steht für Glück, also ist ein Glücksplanet. Und was wäre die größte Glückseligkeit, wie wenn du mit deiner Zwillingsflamme natürlich wieder in Verbindung kommst oder in Union kommst, also dass du dich in der Vereinigung mit deiner Zwillingsflamme befindest. Ja, heute eine ausführliche Legung, denn das soll eine Vorschau so für dich sein und dann werde ich vielleicht so ein kleines bisschen Pause machen, da wird auch jetzt nicht mehr täglich die Videos auf diesem Kanal geben, jetzt zur Zeit, denn ich mache die Rauhnächte Energiekreis, dazu kannst du dich natürlich auch gerne noch eintragen, wenn du sagst, du kannst natürlich die Beiträge nachlesen. Und du profitierst auch davon, dass du da halt an der Energieübertragung noch teilnimmst. Schreib mir einfach, findest du alles in meinem Shop. So, konzentriere dich. So, wir konzentrieren uns auf das Jahr 2022. Und wie du siehst, du fällst raus und die Ängste, der Mond fällt raus. Was sollst du auch wirklich wissen? Der Glück fällt raus, also das scheint also dein Jahr zu werden. So, liebe Universum, liebe Engel, ja, es geht wirklich um die Romantik im Jahr 2022. Es geht um Romantik, um schöne Gefühle, um Positivität. Es geht um dich, vielleicht auch um deine Ängste. Aber also im Grunde wendet sich alles zum Glück, denn es werden, also Kommunikation findet hier zwischen euch statt. Und auch diese Verstrickungen lösen sich auf und zwar ganz, ganz schnelle Entwicklungen. Und denn wir haben auch Anfang Januar direkt den rückläufigen Merkur, ziemlich, also ich glaube Mitte Januar oder so fängt das an. Und also meistens in der rückläufigen Merkur kehren auch alte Lieben zurück. Also was du siehst, also er kommt jetzt in seine Kraft mehr, die Zwillingsflamme. Und ich habe das Gefühl, aus dieser Unklarheiten findet er raus. Und das steht auch wirklich mit Glück, mit Heilung in seinen familiären Themen. Und es geht auch ein Stück weit darum, wenn du das jetzt hier siehst, dass hier tiefe seelische Verbindungen da sind, wirklich. Und es geht auch um die Zeit, ja, um die Zeit, um die Öffentlichkeit. Also vielleicht auch seit längerer Zeit seid ihr noch nicht öffentlich zusammen. Und jetzt bekommt ihr wirklich eine Erkenntnis, also es geht in positive Richtung. Und zwar hier mit der Treue, Herzensweg und genauere Erkenntnisse. Lass uns mal die Karten auslegen. Also ich nutze jetzt hier viermal die 9. Also dieses große Blatt generell, was ihr auch hier von diesem Kanal kennt. Und schauen wir jetzt speziell für die Flammen rein. Ja? Wie wird jetzt euer Jahr, das kommende Jahr sein? Ja, wie wird das kommende Jahr sein?
Also 9 Karten lege ich hier für dich aus, ja? So, also die unterste Karte ist, wie du siehst, dass es geht hier um den Herzensweg. Also der Herzensweg spielt hier, also 2022, eine große Rolle. Das ist auch hier die Überschrift. Also der folge dem Herzensweg, also der Zwillingsflamme folgt dem Herzensweg. Das werde ich auch jetzt in Überschrift also so benennen. Du schaust in der Romantik, in der Liebe, in der Beständigkeit, in das Ankommen mit deiner Zwillingsflamme und ins Universum. Also hinter dir, also in deinem Unterbewusstsein ist die Sonne. Und also wie gesagt, ist die Sonne und ist auch die Treue da, wie du siehst. Das ist einfach da. Was sehe ich denn jetzt hier noch generell? Also ich sehe hier, dass dein Zwillingsflamme da schaut, dass das ganze Potenzial hat und also mit dem Neuanfang. Unbewusst. Er weiß also, dass da noch ein Risiko da ist, ja. Also ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass es bei euch noch im Verborgenen ist und er wartet noch auf den richtigen Moment, bis wirklich hier von dem Universum auch diese Liebe natürlich auch bestätigt wird. Also in seinem Unterbewusstsein hatte der noch hier bestimmte Blockaden. Das nehme ich jetzt hier generell wahr. Was sehe ich denn hier generell bei deiner Zwillingsflamme? Bei ihm sehe ich, wenn ihr euch wundert, dass hier mehrere Karten da sind, da ich mehrere Decks habe und mit dem Spiegellegung. Also ich habe bestimmt 4, 5 Decks hier von diesen Gilded River Lenormand Karten haben sich reingemischt. Aber ich nutze diese Einzigartigkeit der Karten, denn die geben zusätzliche Hinweise. Ich bin immer schon vom Wesen her auch anders und ich denke, das soll so sein. Und wenn du das jetzt mal hier siehst, also der Zwillingsflamme ist also eine karmische Verbindung mit dir. Und also ist eine romantische Liebe, was auch durch Raum und Zeit hier auch wirklich schon da ist. Also schon vielleicht auch lange Zeit. Er wird das auf jeden Fall Erkenntnisse bekommen, dass er wirklich treu und loyal seinen Herzensweg zu dir gehen kann. Er wird es erkennen. Wenn ich dich jetzt so anschaue, bei dir kommen schnelle Entwicklungen, denn du löst auch hier ein Stück weit die Verstrickungen auf. Und was ich jetzt hier generell sehe, ich sehe hier auch, wie gesagt, ich sehe hier auch den Brief und dass du auch das kommunizierst, deine tiefen Gefühle, also auch in diesem kommenden Jahr. Und was sehe ich denn hier? Die Heilung, das steht mit dem Glück und Kraft, also diese Unsicherheiten hören auf. Definitiv hören diese Unsicherheiten auf. Lass uns noch mal schauen, wo hier die Blockaden noch da sind. 2 Stück auf die Blockaden. So, warum ist das noch so im Verborgenen? Warum denkt man, das sei es ein Risiko? Was hat das mit dem vergangenen Leben auf sich? Dann schauen wir einfach, wo soll man noch mal genau hinschauen? Welche Verstrickungen spielen hier noch eine Rolle? Welche Unklarheiten waren noch da? Und dann bekommst du eine Karte, deine Zwillingsflamme. Und es bekommt hier diese beständige Beziehung und die Einladungen, ja? Also die beständige Beziehung 2022 wird auch noch von verborgenen Ängsten vielleicht Stück weit begleitet. Also das heißt, vielleicht wird die Beziehung schon fester, aber das sind doch immer noch verborgene Ängste. Aber wir schauen jetzt mal, diese romantische Liebe steht mit Glück. Also ihr kommt also ein ganzes Stück schon näher. So, auf dich kommst du ja nochmal. Du findest dich selbst, so würde ich sagen. Du findest 2020, findest du dich selbst
Und deine Zwillingsflamme findet den Herzensweg zu dir 2022. So, also Risiko, 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 Risiko ist halt, also du wirst hier eine Nachricht bekommen und also mit dem Wunscherfüllung, so nehme ich das jetzt hier generell wahr. Was nehme ich jetzt hier noch wahr? Also ich nehme jetzt hier noch wahr, dass hier, also im Verborgenen, also aus dem Vorleben wurde hier noch eine Maske getragen, auch von deiner Zwillingsflamme. Und jetzt ist er bereit, diese Maske abzulegen und in deine Richtung zu kommen. Das nehme ich jetzt hier generell wahr. Was nehme ich noch wahr? Also blockiert, blockiert ist deine Weiblichkeit. Also du sollst mehr in deine Weiblichkeit gehen. Du sollst mehr diese passive Energie auch zulassen und auch spüren, ja. So, es geht auch Stück weit hier nochmal um hinzuschauen. Was, wo soll der Zwillingsflamme nochmal hinschauen? Warum er diese beständige, feste Verbindung auch verbietet sich? Warum er immer noch so sich schwer tut, also dazu bekennen. Die Verstrickungen werden sich auflösen, in erster Linie bei dir auch, wenn du deine Denkweise in eine positive Richtung veränderst. Und was sehe ich denn noch hier? Die Unklarheiten lösen sich auf, wenn du daran arbeitest und deine Sehnsucht folgst, ja? So, wunderbar. Wir schauen jetzt generell, was dieses Jahr 2022, was sind die seelischen Lernaufgaben für dich? Aha, und was sind die seelischen Lernaufgaben für deinen Seelenzwilling oder die Zwillingsflamme, ja? Und was euch verbindet, ja? Also das ist schon mal vorab so ein kleines bisschen der Hinweis. Also es geht hier um Freiheit. Also deine seelische Aufgabe ist, also für seelische Lektion, dass du die Freiheit erkennst. Ich habe die Macht und den freien Willen und mein eigenes Glückes Schmied zu sein. Also das heißt, du kannst wirklich dein Glück selber kreieren. Dein Zwillingsflamme, bei ihm geht es um den Tod. Also, dass er lernt, dass jede Ende auch ein Anfang ist. Also, das heißt jetzt, 2021 geht was zu Ende. Und also es geht auch in der neue Richtung. Und euch verbinden halt auch diese schwere Zeiten, dass ihr akzeptieren könnt, dass Schwierigkeiten die beste Gelegenheit sind. Also ihr könnt daraus wirklich wahnsinnig viel lernen. Das ist jetzt vorab schon mal. Wir fragen jetzt, welche aufgestiegenen Meistern euch zur Seite stehen. Ja? Also jetzt für deinen für dich und für deine Zwillingsflamme. Also für dich. Ja? Für dich kommt die Energieheilung. Also das heißt, dass du auch mit dem Merlin, also Energieheilung betreibst. Also wenn du darüber mehr wissen möchtest, ich biete auch 2022 energetische Ausbildungen an, eine ganze Jahresausbildung, wo du richtig zur energetischen Heilerin wirst oder Heiler wirst. Also schau einfach in meine Webseite vorbei und da findest du auch unter Termine die Ausbildungen. Also was ich sehe. Bei deiner Zwillingsflamme, er bekommt Serapis B. Es geht darum, dass er etwas in Gang setzt, dass er beginnt, also sich auch ein Stück weit führen lässt, wie du siehst, aus dem Herzen heraus strahlt und nach vorne geht. Ja, und was euch verbindet, Ganesha, und er sagt ja, also ihr sagt gegenseitig ja zueinander und das finde ich großartig. Oh, hier habe ich noch den Fuchs vergessen und auf den Fuchs kommt, also wie du siehst, es kommt auf den Fuchs, dass hier so diese Leidenschaft, also auch Leiden manchmal schafft, wie der Name auch sagte, Leidenschaft schafft Leiden, der Leidenschaft Leiden. So, Zwillingsflamme, lass uns noch mal schauen. So, die Zwillingsflamme, also es geht um die Heilung für dich. Alle meine Zellen, mein Körper, meine Seele und mein Geist sind gesund und heil. So, jetzt für den Zwillingsflammen, also du hast es in Heilung 2022 und bei der Zwillingsflamme ist die Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt klar für den Weg, der sich in meinem Herzen richtig anfühlt. Also ganz viele werden zusammenkommen
Und was euch verbindet, das Urvertrauen. Ich aktiviere mein Urvertrauen ins Leben und fühle mich jede Zeit sicher und geborgen. Ja, cool. So, dann fragen wir natürlich noch die Engel der Liebe, Orakel. So, Engel der Liebe, Orakel. Für das Jahr 2022 für dich. Was sind so deine Themen? So, für dich sind auch, dass du mehr in deine Leichtigkeit, in Verspieltheit kommst, um romantische Gefühle zurückzuerobern. Erlaube deinem jugendlichen Spirit von Vergnügen zu strahlen. Und dann für deine Zwillingsflamme geht es darum, also dass er dich besser kennenlernt, indem euch einander eure innerste Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung und die Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Und was euch verbindet, lasst dir von deinen Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung. Ihr bekommt auch von den Freunden, von lieben Menschen auch Unterstützung. So, dann habe ich doch alle Karten soweit, ja. Ah, die Schoki-Karten noch, ja, die ich immer verwende. So, für dich ist der Botschaft für 22. Ah, du hast die Liebe. Wie cool ist das? Und deine Zwillingsflamme. Deine Zwillingsflamme hat die Hingabe und verändere etwas. Also er soll was verändern und die Hingabe und was euch verbindet, ist die Überraschung. Also das ist zwischen euch die Überraschung da. So, das ist jetzt schon mal, was ihr natürlich so für 22 mitnehmen könnt. Jetzt werde ich aber noch mal eine Herzkarte nehmen und auf einzelne Monate eingehen. Also bei dir steht die heilige Vereinigung ein, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Und jetzt bei deiner Zwillingsflamme geht um die Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um sich zu verderben. Und es war Zwillingsseelen, ich kriege Gänsehaut. Ja, eure Leidenschaft ist entflammt. Wie cool ist das? Also 22 kann kommen. Wunderbar. So, und jetzt lege ich natürlich für jeden Monat die Karten. Und zwar, ich bringe hier diese schönen Tarot mit von Angelina Schulze. Ja. Die Tarotkarten für Anfänger und habe ich die goldene Tarot auch noch dabei. Sowie werde ich auch Krafttier-Orakel nehmen. Und auch hier das Orakel der indischen Götter dazu verwenden. Konzentriere dich. Wir fragen Januar, Februar, März, April, Mai. Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. So, jetzt fragen wir natürlich die andere Tarots auch, weil mir das auch wichtig ist, dass ich ein gesamtes Bild habe, ja? Wow, hast du das gesehen? Und ich hoffe, euch fällt auch auf, ich habe wieder meine eigene Musik hier. So, und das ist Wahnsinn, ja? Also das fühlt sich schon auch richtig, richtig schön an mit Musik im Hintergrund und ja, und ich hoffe, ihr euch gefällt das. Also ihr könnt auch gerne in Kommentare schreiben. Mhm.
So. So, und natürlich werde ich die auch mit einbeziehen. Das wird eine längere Legung, eine, ja, also wie gesagt, eine Jahreslegung für dich sein. So, und jetzt noch natürlich diese Orakel. Also wenn du natürlich auch eine Jahreslegung von mir möchtest, also du hast auch die Möglichkeit in Videoform, natürlich freue ich mich auch auf dich. Und ja, melde dich einfach. Wie ist deine persönliche Botschaft oder was ist, was erwartet dich persönlich in dem Jahr mit dem Zwillingsflammen oder eine Energy Update, was du möchtest oder halt vielleicht auch dein auch der Coaching-Programm, dass du sagst, ich helfe dem Ganzen auf die Sprünge und ich komme schneller an meinem Ziel. Also, schaut mal doch, das ist doch der Wahnsinn. Ey, mein Gott, also ich lasse das, denn das wird also mit Sicherheit dir was sagen wollen, ne? Also wirklich eine sehr, sehr lange Legung. Großartig. Ja, so. Dann schauen wir weiter. So, also was euch verbindet generell, also die Öffnung, also es gibt eine Öffnung hier, vertraue deine feinfühligen und sensitiven, hellsichtigen Eingebungen, ein neuer Entwicklungsschritt steht euch bevor 2022. Es geht auch darum, ihr könnt auch prüfen, eine kluge, sachliche Entscheidung auch treffen, so und ja, also auf jeden Fall geht es um Verantwortungsbewusstsein, um Klärung zwischen euch. Es geht auch darum, Atemschaukel, das heißt, dass ihr diesen Rhythmus auch folgt, was ihr auch fühlt oder in euer Herzen auch stattfindet. Ihr seid Zwillingsseelen und es ist der Hohepriesterin. Also eine spirituelle Entwicklung verbindet euch auch durch diese ganze Verbindung, durch die Zwillingsflammenverbindung kommt er ja auch natürlich in der Spiritualität einen großen Schritt voran. So, der Januar steht noch in Ängste, also das heißt, also da ist noch vielleicht eine Unsicherheit da, es geht auch darum, also langfristig betrachtet, kommt das aber schon im Gang und ich sehe das hier, dass es also in der Gerechtigkeit kommen wird, aber man weiß noch nicht so zurecht mit dem 7, Kälchen, man weiß nicht so zurecht wie. Also man kann auch vielleicht das Gefühl haben, dass man im Januar was loslassen möchte, weil also man sagt ja, da erreicht man auch das Ziel, also wenn man was loslässt.
Also, es geht auch um Januar, um Traumverwirklichung. Die Kräfte des Willens sind stark und, also es geht auch darum, ja, Hindernisse können dich nicht mehr aufhalten. Du kannst deine Ziele jetzt jede Zeit erreichen, bleibe fokussiert. Ja, und es geht auch darum, um Charisma. Es ist Zeit des Aufbruchs, der Neuanfang steht bevor. Also arbeite an deine Charisma, auch deine Träume, lass deine Ziele los, vielleicht auch in einem Coaching, dass wir da zusammen arbeiten. Arbeitest du Ängste auf, dann kommt das alles in der Gerechtigkeit, ja? Denn, also, wir haben hier Februar. Also im Februar geht es darum, du kannst ja dein Können unter Beweis stellen, du kommst in eine höhere Bewusstsein. Also das ist so mehr diese Meisterkarte, sage ich mal, an der Arbeit, an der Liebe arbeiten und sich von der Abhängigkeit auch befreien, egal in welche Richtung. Es geht auch darum, dass du auch dich in diese Wandelwelt, die Veränderungen in deinem Leben begrüßt. Also es geht, im Februar sollst du also diese Treue auch in dir spüren, du bist beschützt und du kannst es selbst bestimmen. Sei vollkommen entspannt, fokussiere dich aufmerksam und folge deinen Impulsen, was so in dir hochkommt. Im März geht es weiter. Im März kommst du richtig in diese Herrscherinnen-Energie. Ja? Also da weißt du, was du willst. Also die Liebe blüht auf, das wächst. Also das steht alles unter gutem Stern. Du hast hier auch eine Unterstützung von dem Engelebenen. Und es geht auch darum, du kannst das auch wirklich für dich ganz, ganz leicht manifestieren. Wenn du alles spielerisch angehst, gelingt dir alles. Und das erkennst du selber. Zieh dich zurück und schmiede dein Glück abseits von ausgetretenen Pfaden. In deinem Inneren wird dein Licht neu geboren. So, im April geht es darum, das ist dann das zweite Quartal, dass du vielleicht auch so ein bisschen sich zurückziehst und du willst, also auf keinen Fall willst du hier Diskussionen haben. Der Fünf-Schwerter ist immer so, ja, du willst jetzt keine Konfrontation, du ziehst dich zurück und du fokussierst dich auf das, was du gut kannst, also Ass der Münzen. Und es geht auch darum, also dass du hier auch Hoffnung hast. Du hast Hoffnung, habe Mut, das Gute in dir auch wirklich zuzulassen. Also du schöpfst Hoffnung und also du bist zuverlässig. Also du achtest auf deine Zuverlässigkeit, du bleibst dir treu und folgst du dem, was sich über lange Zeit auch bewährt hat. Deine eigene, ja, Zuverlässigkeit. So, wir schauen jetzt mal weiter an. So, im Mai. Im Mai hast du vielleicht hier so ein bisschen Mangelgedanken. Du sollst dich aber von dem Mangel distanzieren und du sollst die Chancen nutzen und auch diese Sicherheit in der Liebe erkennen und dass das hier auch dir eine Stabilität bietet. Da ist im Mai gefragt, auch wirklich, dass du hier was veränderst, dass du dich so aus diesem niedergeschlagenen Gefühl, schau mal hier, in diese Königin der Münze dich verwandelst, dass du sagst, aus diesem am Boden sein, erschaffe ich mir das, was ich brauche, was ich möchte. Und dann inspirierst du, am besten lässt du dich von deiner Kreativität inspirieren, wie du das schaffst. Konzentriere dich darauf, Hindernisse werden überwunden und du planst vielleicht auch schon eine Reise und sagst, ja, ich lade auch hier den Raben ein, also verbindest du dich mit den Raben. Raben stehen auch für Magie und alte Weisheit. Eine Einweihung steht auch bevor. Veränderungen kündigen sich an. Erwarte Wunder. Also das ist im Mai. Vielleicht wirklich ist auch für dich eine Einweihung. Vielleicht schau einfach in meinem energetischen Ausbildung auch vorbei. Ich glaube, das wird auch im Mai welches Seminartag stattfinden. Also es geht um den Steinbock, also wenn du dich darauf konzentrierst, was du willst und Ausdauer dran bleibst, dann wird der Erfolg, der Weg dir Erfolg und neue Wachstumschancen auch wirklich bringen. Und du gehst auch hier in Heilung, denn der Heiler ist in dir erwacht und alte emotionale Verletzungen können dadurch in dir auch heilen. Im Mai geht es darum, also, dass du aus dem Mangel rauskommst, dass du hier
wie gesagt, die Chancen erkennst für diese sichere Liebe, dass du, wenn du dich am Boden fühlst, dass du dich da wirklich aus diesem Gefühl hochholst und sagst, ich kann mir doch alles erschaffen in diesem Leben. Und lass dich inspirieren, ne? Also durch die Kreativität. Es geht auch darum, konzentriere dich darauf. Du wirst hier die Hindernisse überwinden. Und es geht auch darum, nutze die Magie. Lade die Raben ein, also stehen auch Einweihungen bevor und erwartet dich Wunder, wenn du dich darauf konzentrierst und auch Willensstärke hast. Dein Weg wird auch dir Erfolg und Wachstumschancen auch bringen. Also es geht etwas in Heilung, der Heiler ist in dir erwacht. Also es können auch wirklich alte emotionale Verletzungen heilen, also der Dimensionssprung, also das ist, du bist jetzt unabhängig vom Außen, du lebst in Fülle und Segen und also große Segen kündigt sich auch noch mehr an für dich und du kannst dich gut regenerieren im Mai. Konzentriere dich auf deine Selbstheilungskräfte und alte Wunden können auch heilen und seelische Verletzungen finden auch den Frieden. Und es steht wirklich eine Einweihung bevor. In der Dunkelheit wird das Licht geboren, wende dich die dunkle Seite zu und erleuchte sie, darin liegt die Lösung. Also das heißt wirklich, dass es darin die Lösung liegt, vielleicht bekommst du auch eine Einweihung, denn im Mai habe ich wirklich auch energetische Ausbildungen. Schau einfach vorbei, unter Termine findest du das. Im Juni bist du hier noch so ein bisschen im Rausch oder schwärmst du von bestimmten Dingen. So, das nehme ich wahr, das ist jetzt mehr so auf dich zugezogen, diese Legung. Und es geht auch darum, dass du hier die zwei Kelche, diese Seelenpartnerliebe auch oder diese Zwillingsflammenliebe auch spürst, also auf der Augenhöhe mit deinem Gegenüber zu sein. Und das gibt dir wirklich Stärke und Kraft. Ja? Und es geht auch darum, dass ihr in Rhythmus seid. Also ihr beide folgt dem Rhythmus eures Herzens. Und ich habe das Gefühl, dass hier auch eine Wandlung stattfindet. Und ein alter Zyklus geht zu Ende. Es geht auch darum, um die Begeisterung. Unbändige Kraft ist in dir. Entfessle sie, lerne sie zu lenken. Mut und Durchsetzungskraft werden dir jetzt geschenkt. Es geht auch um deine weibliche Lebensenergie, um die Entwicklung, Entfaltung, Heilung, Lenkung. Der Energie stehen an, du erfährst eine neue Stufe der Kraft in dir. Und du kannst dich auch im Juni diese Rückverbindung spüren und verankern das jetzt so in dir. Es geht auch darum, dass du dein Meister bist, dein Heiler bist, deine Trösterin und der Schutz der Kraft ist alles in dir. Also ich sehe hier wirklich deutliche Hinweise wirklich für eine heilerische, eine Heilerausbildung jetzt im Mai, Juni so. Für dich als Tendenz. So, natürlich könnte ich jetzt noch speziell auch auf deine Zwillingsflamme auch legen, aber das kann auch euch weiterbringen. Im Juli hast du vielleicht auch ein Stück weit so dein Herz verschlossen und da sollst du wirklich mehr in deine Tatendrang, mehr in deine Leidenschaft gehen, also Königin der Stäbe zeigt sich hier und du sollst das auch transformieren, wenn du dein Herz verschlossen hast, denn es geht wirklich darum, dass du dein Wissen, was du in deinem Herzen hast, auf verwendest. Es geht auch darum, dieses Überfluss wie für dich zu erschaffen, dass du dir selber treu bleibst und ja, auf deine Visionen weiterhin arbeitest und da hast du auch den magischen Wissen in dir. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt und du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten und es geht um die Imagination, weil alles, was du in deinem Herzen fühlst, ist schon in dir und du wirst auch an deine Autorität gewinnen, denn deine Meinung ist gefragt und hat auch Gewicht und ja, also du bist auch wirklich sehr charismatisch im Juli. Im August
sollst du auf keinen Fall Chancen verpassen. Du sollst jetzt hier nicht beleidigt sein oder so, sollst dich auch nicht verschließen und du sollst auch nicht hier ja allzu lang pausieren und ja deine Wunden ja anschauen, sondern du sollst wirklich den Weg der Freude gehen und da kommst du auch mit deiner heiligen Familie zusammen. Und so kommst du in das höhere Bewusstsein und betrachte wirklich alles aus der Adlerperspektive. Und da kannst du frei und unbegrenzt sein. Und in August ist alles möglich. Erfasse den Raum. Alles ist offen, weit und grenzenlos. Du bist von wunderbaren Kräften umgeben und geschützt. Also, wenn ich das jetzt mal anschaue, im September geht es darum, ich habe auch das Gefühl, ja, du wirst immer ein bisschen so diese Stillstand und Zurückhaltung und so, dass du sagst, ja, ich muss mich ein bisschen ausruhen, ja. Aber vergesse nicht die Chancen, denn du hast die Chancen, dass du wirklich wächst und bestimmte Dinge auch entfaltest. Und es geht auch darum, dass du für deine eigenen Bedürfnisse auch einstehst. Und wenn du da wirklich einstehst, dass du als hohe Priesterin das auch natürlich für dich manifestierst. Es geht darum, du hast die Freiheit und du entscheidest es frei. Es geht auch darum, dass du Respekt auch hast. Ich schenke der Welt das Feuer meines Herzens, ja, also vom Herzen heraus und ja, transformiere das. Urängste und alte Blockaden können wirklich endgültig überwunden werden. Und diese tief sitzende Wunden finden dann auch für dich Heilung. So. So, wir haben Oktober. Im Oktober geht es darum, du hast eine super Chance für einen Neubeginn. Du kannst alles klären, so in deinem Leben. Und da hast du auch wirklich hier, das wird dann auch spontan geschehen, ne? Also der Gehängte steht auch immer, spontan wirst du das machen. Also auch, ja, also auch wenn du denkst, du kannst da nicht machen, du kannst wohl was machen, wenn du in Gegenwart bist. Also da hast du also wirklich viel, viel Kraft. Es geht auch darum, Kraft und Vision, achte auf deine Träume, Visionen und Wünsche. Sie sind der Samen für neue Impulse in diese Welt. Und es geht auch darum, dass du eine Situation wird sich also zum Positiven entwickeln. Und also alles, was du bis jetzt gemacht hast in diesem Jahr, die werden sich lohnen. Ja? Und du hast hier die Verjüngung, du wirst immer mehr eins mit der Quelle und Erfolg und eine erfüllende Aufgabe kündigen sich auch an. Auch mit deiner Zwillingsflamme kündigt sich da auch was an. Wenn du dich hier entwickelst, kommt das alles ins Lot. Ja, im November geht es dann, wird alles ruhiger, aber du verabschiedest dich von allem Alten und gehst wirklich in neue Richtung. Ich habe auch das Gefühl, dass du voll in deine Liebe gefunden hast, voll in dein Gefühl. Du bist der Königin der Kelche, ja? Und du hast auch große Einsichten. Du vertraust auf deine Einsichten und auf deine Intuition, acht auf deine Träume und Eingebungen. Eine Botschaft, deine Seele wartet auf dich. Werde ruhig, halte inne und fühle in dich hinein. Und dann kommen wir schon zum Monat Dezember. Ja? Also Monat Dezember, du wirst also sehr mutig sein, König der Stäbe. Also du gehst nach vorne, treibst Unternehmungen voran, du bist willensstark, temperamentvoll und auch risikofreudig und ganz spontan bist du im Dezember, ganz spontan und du wirst dich auf was einlassen. Ich lasse mich ganz auf mein Leben ein, also du bist hier einlassen. Es geht auch um diese Hingabe. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Veränderung und Wachstum kündigen sich an. Es geht auch darum, um die Herzensliebe zu leben, öffne dein Herz weit, werde still und lausche dem, was dir diese zarte Stimme zuflüstern möchte. Und du hast hier die Selbstmeisterung, die Kundalini-Kraft erwacht, neue Energien werden frei,
deine regenerative Kräfte entfalten sich. Und das ist doch unglaublich gut, denn dadurch, dass du dich natürlich in diese Selbstmeisterung, auch in diesem Jahr, das so für dich geschafft hast, kommst du auch Stück weit als Hohepriesterin weiter. Und schau mal hier, ist die Öffnung da, die Zwillingsseelen seid ihr da. Kann also der Vereinigung nichts mehr im Wege stehen. Ich hoffe, das war für dich hilfreich. Du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Ich freue mich auch, wenn ihr nach meiner kurzen Pause wieder da seid. Lasst einfach ein Abo da. Dann bekommst du auch eine Nachricht, wenn es hier wieder was Neues von Zwillingsflamme Reka gibt. Ich sage danke und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch die Liebe, ich wünsche euch die Erfüllung und ich wünsche euch das Glück und die Glückseligkeit. Ich sage danke und bis bald.